Also mein Name ist Larissa, ich bin 25 Jahre alt und mein Motto lautet, wahre Schönheit kommt von Schminken. Ist ja so. Hallo, guten Tag. Du musst Larissa sein. Ja, ich muss Larissa sehen, schon mein ganzes Leben, ich schwöre. Wer musst du sehen? Ich bin Roland und ich bin dein Gastgeber heute Abend. Herzlich willkommen. Ja, hallo Herr Roland, herzlich, dass ich da bin, freue ich mich auch sehr. Larissa, erzähl mir mal, wie soll dein Date sein? Ich sag mal so, also das Aussehen ist mir auf jeden Fall egal. Er muss nur kurze schwarze Haare haben und einen Bart. Aber nicht so hipstermäßig, weißt du? Das finde ich voll eklig. Sondern eher so wie Jason Derulo. Und dann sollte er einen definierten muskulösen Körper haben, 1,83 Meter groß sein und ein Tattoo auf dem Unterarm haben. Mit dem Gesicht von seiner Mutter. Oder von seinem toten Hund, das ist mir auch egal. Ja, das finde ich gut. Aber sonst ist mir wirklich egal, wie der aussieht, ich schwöre. Weil der Charakter zählt ja bekanntlicherweise. Ist ja so. Also, was mir wichtig ist bei einem Mann, ich weiß nicht, also, ich gucke auf jeden Fall immer zuerst auf das Äußere. Weil auf das Innere kann man ja nicht gucken. Doch, außer der Mann hat eine schlimme Verletzung. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, warum geht er zu einem Date und nicht zu einem Arzt? Larissa, darf ich dir dein Date vorstellen? Das ist der Jay. Hallo, der Jay. Nur Jay. Hallo, nur Jay. Genieß den Abend bei uns. Dankeschön. Ja, dankeschön, das werden wir machen. Otto, meine Güte. Alles okay mit dir? Kannst du das sehen? Wieso kannst du das sehen? Sie haben mir gesagt, das ist ein Blind Date. Aber der war gar nicht blind. Zum Glück, denn das Auge ist ja bekanntlich mit. Wisst ihr schon, was ihr essen wollt, ihr zwei? Ja, also ich hätte gerne diese Bandnudeln. Gerne, einmal die Bandnudeln. Und ich hätte gerne den Burger. Sorry, Burger haben wir momentan nicht auf der Karte. Doch, hier steht doch Makrele. Ach so, Makrele. Nee, das ist Fisch. Fisch Mac? Nee, Fisch mag ich nicht. Dann nehme ich auch die Nudeln. Okay, zweimal die Nudeln für euch. Gerne. Dankeschön. Und, hast du ein Hobby? Ja, klar habe ich ein Hobby. Oh, du meine Güte. Wirklich? Ja. Ich auch. Was für ein großer Zufall. Ich glaube das kaum. Wir haben beide ein Hobby. Das Schicksal hat uns zusammengeführt, wahrscheinlich. Ich bin diesbezüglich der glücklichste Mensch in meinem Leben gerade. Und, was ist dein Hobby? Ich habe sogar zwei Hobbys. Shoppen gehen. Und die Sachen dann wieder umtauschen. Und du? Ja, also ich. Geh dreimal die Woche ins Fitnessstudio, pumpen. Aha. Der geht in ein Fitnessstudio und da muss er immer pumpen. Wahrscheinlich haben die da einen Wasserschaden. Der Arme. Zurück bei Larissa und Jay. Die beiden sind mit dem Hauptgang fertig. Wird es noch einen Nachschlag geben? So, es scheint geschmeckt zu haben. Ja, war sehr köstlich. Nee, es war sehr delikat gewesen, Herr Roland. Warte, mein Kaugummi. Und? Ist sie dein Typ? Hallo? Ich bin kein Typ. Ich bin eine Frau, wie man ja sehr eindeutig erkennen kann. Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt so ein Transgender-Ding. Und hast du auch gerade keinen Job wie ich? Ich mache gerade meinen Bachelor in Sport und Eventmanagement. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, er ist ein Bachelor. Aber das kann nicht sein. Ich habe jede Folge gesehen. Ich schwöre, jede. Doch es sei denn, er war noch vor Paul Janke. Oh, der ist ja der Neue. Kann ja sein. Stell mal vor. Bachelor? Echt? Wie cool. Den gucke ich auch voll gern. Gibt's sonst noch irgendwas, was du wissen möchtest? Ja, weißt du, was ich gerne wissen möchte? Warum sind Pizzaschachteln eigentlich eckig und nicht rund? Weil, überleg mal, eine Pizza ist ja auch nicht eckig. Tschüss. Ciao. So, ich hoffe, dass ich euch hier nicht wiedersehen muss. Der Herr Roland, der ist voll der Mobber. Ich schwöre, im Fernsehen sieht er noch so nett aus. Wahrscheinlich, weil ich kenne der. Mhm. Deswegen. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, bei Jay und mir war es in jeglicher Hinsicht tendenziell lieber auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick war es dann nicht mehr so gut. Und auf den dritten Blick, ich weiß nicht, da dachte ich so, ich hasse den Jay voll. Boah. Ja,
ist ja so. Was soll ich machen? Und dann auf den vierten Blick, da habe ich dann so gedacht, jetzt finde ich den richtig gut. Wo geht der hin? Oh, du meine Güte. Ich weiß, der holt mir bestimmt eine Rose, oder? Wegen Bachelor. Oh, ist er der neue Bachelor? Sag, 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 sag. Jay!